Geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Brawl Stars Community Folge auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube Video raus. Und wenn du mit mir eine Folge in Brawl Stars aufnehmen willst, schreib es in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go, Amigo! Wir sollen ein Primo spielen mit Brawl Ball. Also in der Community-Folge geht es darum, mit euch drei Runden eurer Wahl zu spielen. Also euren Lieblingsmodus, euren Lieblingsbrawler. Ich schaue mir dann euren Profil an. Und mein Ziel ist es halt vor allem dabei, mit euch, mit jedem YouTube-Abonnenten da draußen, der mich abonniert hat, also meinen Kanal abonniert hat, in Brawl Stars eine Zuschauerfolge aufzunehmen. Und ja, wir bewerten erstmal seinen Account von Anton. Sein Lieblingsbrawler ist Kit. Ich liebe Kit, ich liebe generell Katzen, deswegen größter Top-Punkt. Anton der King ist sympathisch, Selbstbewusstsein ist da. 11.000 Trophäen, sehr nice, sehr stabil. 21 maximale Siegesserie, auch stabil. 45 von 82, auch stabil. Ja, was soll ich sagen? Ganz stabiler Account, paar auf 20, paar noch nicht. Es sieht noch nach einem frischen Account aus. Deswegen auf jeden Fall stabil. 26er Kit. Okay, gehen wir in die erste Runde rein. Und wir haben El Primo. Und immer wenn ich El Primo spielen muss, dann habe ich eine Regel. Denn ich muss dann auch El Primo 100% fühlen. Deswegen hier El Primo Cosplay am Start. Die Wrestling-Maske ist da. Und jetzt versuchen wir, drei Runden mit El Primo natürlich zu holen. So, Brawl Ball. Eigentlich nicht der Modus, den ich so gut kann. Aber tatsächlich mit El Primo funktioniert es irgendwie. El Primo ist halt die Macht. Oh Gott, ich bin tot. Okay. Oh mein Gott, Pfostenschuss. Jetzt sind die im Konterangriff. Das wird jetzt ein bisschen problematisch. Okay. Okay, ich bin down. Aber ich hasse aber auch Edgar, gell? Also wie ich, wenn es einen Brawler gibt, den ich direkt von Brawl Stars löschen würde, wäre es Edgar. Könnt ihr mal reinschreiben, was euer Brawler, Hass-Brawler wäre? Und jetzt müssen wir mal im... Okay, der spielt Doppelpass mit sich selbst. Oh Gott. Okay, okay, okay. Knappes Game. Könnt ihr mal auch reinschreiben, mit welchem Brawler ihr am besten in Brawl Ball spielen könnt. Wieso, weshalb, warum. Weil wie ich, das ist eigentlich der Modus, wo ich wirklich am schlechtesten bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mortis ist da vor unserem Strafraum. So, einen haben wir geholt. Schieß, 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 schieß. Ja, oh mein Gott. Anton schießt das erste Tor, 1-0. Und wir haben noch eine Minute auf dem Tacho. Oh mein Gott, ich laufe einmal ins Tor, 2-0. Das, was war das denn? Richtiges, schnelles Anschlusstor. Sehr, sehr, sehr geil. Gehen wir direkt in die zweite Runde rein. Let's go. So, zweite Runde. Erste Runde war ein Sieg und ein Brawl Ball. Dann wollte Anton hier auf Knockout wechseln. Das machen wir natürlich. Auch mein Lieblingsmodus. Ich mag ja generell Battle Royale, also generell auch Fortnite, Call of Duty, Warzone. Zockt jemand von euch auch Warzone? So generell Call of Duty? Der kommt ja jetzt auch, also... Natürlich, wenn das Video rauskommt, dann... Das war die schlechteste Runde von mir überhaupt. Ich habe gerade zu viel geredet und zu wenig aufs Spiel geachtet. Wir gehen in die letzte Runde rein. Let's go. So, letzte Runde. Und diesmal rede ich weniger und konzentriere mich mehr aufs Spiel. Aber ich wollte fragen, ob jemand von euch Call of Duty zockt. Weil jetzt, wo ich gerade das Spiel zocke, beziehungsweise aufnehme, ist ein Tag vor dem Beta-Wochenende von Black Ops 6. Und würde mich mal interessieren, wie ihr es fandet, falls ihr es gezockt habt. Und ob ihr es zocken werdet. Würde mich mal interessieren, weil wenn ja, natürlich kommt dann dazu mehr Content hier auf dem Kanal. Und wenn nicht, dann nicht. So, okay, Kit ist am Start. Kit holt ihn sich. Ich muss da von hinten erstmal kommen. Perfekt. Oh, da hinten gibt es sehr, sehr viele Punkte. So, Anton holt auch hier nochmal jemanden. Und da, also ganz ehrlich, die sind ja... Oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, die sind einfach, aber... Nahkampf gegen Fernkampf, das ist ein bisschen belastend. Perfekt.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, easy. Dritte Runde war easy. War ein Sieg. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihren Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios, amigos. Ciao, ciao. Das Video abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig. We'll be right back.